Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar zeige ich euch heute die Bücher, die ich im Oktober gerne lesen würde. Ich habe mir da ja immer noch einen kleinen Thriller-Herbstlesestapel zusammengebastelt. Ich hoffe, davon schaffe ich auch das ein oder andere Buch. Dieser Lesestapel ist schon sehr ambitioniert. Mal gucken, wie viel ich davon wirklich schaffe, aber ich habe sie mir einfach mal vorgenommen und ich glaube, im November lasse ich es dann einfach mit dem Want-to-Read und arbeite dann die übrig gebliebenen Bücher der letzten Want-to-Reads ab. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, denn ich habe hier alleine schon 6 Bücher und ich habe noch 2 oder 3 E-Books. Huh. Also mal gucken. Wir fangen am besten mal an mit einem meiner Rezi-Exemplare, das schon viel zu lange hier liegt. Und zwar The Things We Leave Unfinished von Rebecca Jarros. Das war ja schon sehr gehypt, dieses Buch. Ich werde es vermutlich als Hörbuch hören. Es ist ein ganz schöner Schinken für ein Liebesroman. Wie viele Seiten hat das denn? Naja, 560. Ist schon Klopper. Aber als Hörbuch kann man das bestimmt ja, gut wegsnacken. Georgia Stanton steht am Tiefpunkt ihres Lebens. Nach einer schmerzhaften Scheidung kehrt sie in ihre Heimat Colorado zurück, um sich um den literarischen Nachlass ihrer Urgroßmutter zu kümmern. Scarlett Stanton war eine erfolgreiche Liebesromanautorin. Nur ein einziges Buch hat sie nie beendet. Die Geschichte ihrer eigenen großen Liebe, die sie in den Wirren des Zweiten Weltkriegs fand und verlor. Noah Harrison befindet sich als Autor auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er bekommt von seinem Verlag die einzigartige Chance, das letzte Manuskript seines literarischen Idols zu beenden. Wäre da nicht Georgia, die ihm auf jedem Schritt des Weges widerspricht und ohne deren Segen er kein einziges Wort schreiben darf und die ihn mit jedem Tag mehr fasziniert? Ja, das klingt halt nett, ne? Ich denke mal, das sind dann so 2 Geschichten in einer. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefallen wird. Wenn es mich langweilen sollte, wird es rigoros abgebrochen. Das habe ich mir felsenfest vorgenommen. Und dann möchte ich doch endlich mal eins meiner Must-Reads des Jahres lesen. Das wollte ich nämlich letztes Jahr schon lesen und ich will wenigstens mal anfangen, weil ich bin mir nämlich nicht sicher, ob mir das überhaupt gefallen wird und sonst kann ich es halt auch einfach aussortieren. Nämlich Dear Sister, gefangene Gefühle von Clara Robert. Das ist ja so eine Geschwisterliebe-Geschichte. Jenna war seine Schwester. Ohne es zu merken, hatte sie einen gefährlichen Bereich seines Herzens erobert. Joes Gefühle waren gewaltig, ehrlich, bedingungslos und verboten. Stell dir vor, du findest deine einzig wahre Liebe, den einen Menschen, der für dein Herz bestimmt ist. Doch was dein Herz will, ist strikt untersagt. Würdest du trotzdem um diese Liebe kämpfen? Der fesselnde Auftakt einer Liebe, die ehrlicher nicht sein kann. Ich frage mich, wie das bitte passieren soll, dass man sich in seinen Bruder verliebt. Also, diese Geschichten, wie die das... Also, ich habe noch nie eine Geschichte gelesen, die mir das glaubwürdig rübergebracht hätte. Deswegen bin ich sehr gespannt. Also, ich bin ja so ein Fan von Ludwig, meine Liebe. Das ist ja meine liebste Geschwisterliebe-Geschichte von Katharina von Bredow. Habe ich schon bestimmt 10-mal gelesen. Oder öfter. und selbst da ist es nicht ganz so glaubwürdig, wie die sich ineinander verlieben. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie die Autorin mir das hier verkaufen möchte. Dann möchte ich mit Paula von The Reading Fox Bissle Spätzle Habibi von Abla Alui als Hörbuch hören. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil Lesen mit Paula macht sowieso immer Spaß. Amaya ist 30 und Single, eine Konstellation, die ihre marokkanische Familie in stete Sorge versetzt. Um allen einen Gefallen zu tun, geht Amaya auf ein Date mit Ismail. Doch es ist sein bester Freund Daniel, der ihr Herz höher schlagen lässt. Daniel ist allerdings nicht nur Atheist, was bei Amayas Eltern schon für Sodbrennen sorgen würde, sondern Schwabe. Kulturelles Neuland für Amaya. Als sie ihren Eltern aus der Not heraus schließlich Ismail als potenziellen Schwiegersohn vorstellt, während Daniel staunend daneben sitzt, ist das Chaos perfekt. Das klingt super lustig und ich hoffe, dass im Hörbuch Schwäbisch gesprochen wird. Das wäre so cool. Kennt ihr das Buch? Ist das ein cooler Frauenroman? Ist ja dann irgendwie so Fake-Dating? Das klingt lustig und mit diesem marokkanischen, mit dieser marokkanischen Kultur, das ist bestimmt auch total toll. Ich liebe sowas.
mein Fenster zugegangen. Ich mag das total gerne, wenn man in andere Kulturen reinschnuppern kann. Am liebsten mag ich es tatsächlich, diese indische Kultur. Finde ich immer super aufregend, wenn darüber was in Büchern steht. Ich hab Bock drauf. Dann habe ich mir für den Oktober einen Reading-Vlog vorgenommen. Da hatte ich euch in meinem Community-Tab gefragt, ob ihr Bock darauf hättet, wenn ich in einem Video zwei Dark Romans-Bücher lese und dazu dann auch so ein bisschen spoilere. Die Resonanz war sehr gut, die war sehr groß und deswegen werde ich das natürlich durchziehen. Ich werde euch auch jetzt schon verraten, welche Bücher ich da lesen werde, weil, seien wir mal ehrlich, ich habe echt viel vor noch zu lesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es im Oktober schaffe. Vielleicht kommt der Vlog dann auch erst im November. Ist mit dem Lesemonat alles ein bisschen, weil sonst erzähle ich alles doppelt und dreifach. Ich gucke, wie ich es hinkriege. Aber wenn ich es jetzt ankündige, dass ich diesen Reading-Vlog mache, dann muss ich ihn auch wirklich durchziehen. Deswegen nehme ich das jetzt hier mit rein. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr die Bücher nämlich bis dahin dann auch noch lesen und dann könnt ihr euch schön mit mir austauschen unter dem Video. Ich möchte dort lesen. Very Bad Kings, den ersten Teil der Kingston University von J.S. Wanda. Das war ja super gehypt und voll viele haben damals, als ich das geholt habe, also als ich das in den Neuzugängen hatte, gesagt, boah, Tanja, lies das bitte schnell, ich muss deine Meinung dazu wissen. Das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her und ich habe mir gedacht, ja, das ziehe ich doch mal durch. Das sind, naja, 450 Seiten. Ich weiß gar nicht, ob es dazu ein Hörbuch gibt. Das muss ich mal recherchieren. Ja, hier geht es um: Der Campus ist unser Reich. Niemand sollte sich unseren Regeln widersetzen. Du dachtest, Kingston bietet dir eine akademische Zukunft? Lektion 1. Alles, was du je lernen wirst, ist das Überleben zwischen uns, der Elite. Und wenn du deine Hausaufgaben nicht anständig machst, Bell, müssen wir dich leider bestrafen. Also es geht wohl um mehrere Jungs und um Bell und um spicy Sachen, die die miteinander machen. Und ich finde, das klingt jetzt eher wie eine Bully-Romance. Mal gucken. Das werde ich auf jeden Fall besprechen. Und wenn ihr das schon gelesen habt, dann frischt euer Wissen nochmal auf. Und das andere Buch, das ich lesen werde, ist Haunting Adeline von H.D. Carton, der erste Teil der Adeline, nee, Katz und Maus Duett heißt das, ne? Diese Reihe. Ich kann die Emotionen von jedem manipulieren, der es zulässt. Ich werde dich verletzen, dich weinen lassen, dich zum Lachen und Seufzen bringen. Aber meine Worte berühren ihn nicht, besonders dann nicht, wenn ich darum flehe, dass er geht. Er ist immer da, beobachtet und wartet. Und ich kann niemals wegsehen, nicht wenn ich möchte, dass er näher kommt. Und dann er: Ich wollte mich nicht verlieben, aber jetzt kann ich ihr nicht mehr fernbleiben. Ich bin fasziniert von ihrem Lächeln, von ihren Augen und der Art, wie sie sich bewegt, der Art, wie sie sich auszieht. Ich werde weiter zusehen und warten, bis ich sie meine nennen kann. Und wenn sie es erst einmal ist, werde ich sie nie wieder gehen lassen. Nicht einmal, wenn sie bettelt. Oh, ich würde zu gern wissen, was da für Triggerwarnungen drin sind. Um was geht es denn hier so? Dieses Buch endet mit einem Cliffhanger. Ist da keine Triggerwarnung drin? Nee, anscheinend nicht. Schade. Hätte mich jetzt interessiert, was es da eigentlich geht. Ich glaube, um einen Typen, der stalkt. Und dann höre ich aktuell als Hörbuch Be My Heartbeat von Christina Ellis. Und das ist ein Pseudonym von Liane Maas. Und weil ich echt finde, dass die gut schreibt, habe ich mir gedacht, ich habe noch Frauenromane von Liane Maas. Nehme ich mir doch da mal eins und lese das mal so zwischendrin auch weg. Da hatte ich nämlich richtig Bock drauf, als ich mir das gekauft habe, weil die schreibt halt echt gut. Und zwar Ein Kater für zwei Herzen. Das Cover ist so hässlich. Also, das muss selbst ich sagen. Ne? Wie kitschig willst du sein? Lila und ihr Nachbar Lukas könnten unterschiedlicher nicht sein. Der zugeknöpfte Ingenieur liebt Recht und Ordnung, während die schusselige Lina das Chaos nur so anzieht. Am liebsten würden sie sich aus dem Weg gehen, doch es gibt ein Problem. Beide sind davon überzeugt, rechtmäßiger Besitzer von Kater Carlo zu sein, der zwischen ihren Grundstücken hin und her stromert. Ein geteiltes Sorgerecht kommt auf keinen Fall in Frage. Ein wilder Kampf um das Haustier entbrennt, bis Lina und Lukas erkennen, dass sie womöglich mehr gemeinsam haben als nur ihre Tierliebe. Ich finde, das klingt kitschig, aber wird bestimmt sehr süß sein und lustig.
Und dann soll es von Theo von Lost Books und mir noch einen neuen Stream geben. Und wir haben uns vorgenommen, zusammen bis dahin einen Dark Romance Roman zu lesen, nämlich Pupetta von Isabel Herzog. Das hatte er bei sich in der Buchhandlung gefunden während der Arbeit und hat mir davon dann erzählt, während wir Videos aufgenommen haben. Und irgendwie hat sich die Idee manifestiert, dass wir dann am 14. Oktober ist der Stream, glaube ich, angesetzt, wenn wir es bis dahin schaffen, beide das Buch zu lesen. Das ist ganz schön dick. Ich glaube, das hat fast 500 Seiten oder 600 oder so. Wollen wir das lesen? Und ihr habt jetzt also noch die Chance, es auch zu lesen und dann im Stream mit uns darüber zu diskutieren. Es wird dann natürlich gespoilert. Es geht hier wohl auch irgendwie um so einen Stalker oder so. Ich sehe dich, wenn du deinen Hund ausführst, wenn du deinen Mann vögelst, wenn du auf deinen Laptop einschlägst, weil er nicht tut, was du willst. Ich bin dein Schatten. Wenn ich bei dir bin, dann ist dein Leben unter Kontrolle. Nur mit mir kannst du existieren, denn ich gewähre es dir. Du stehst unter meiner Gnade. Doch immer wenn du schaust, weil du meine Anwesenheit spürst, erhaschst du mich nicht. Ich weiß, wer du bist, Pupetta. Jeden Zentimeter von dir kenne ich in- und auswendig. Aber du kannst dich nicht an mich erinnern, obwohl du mir so nahe bist. Die neue Thrill-Romance aus der Feder von Isabel Herzog. Ich bin gespannt. Eigentlich war ich mir nicht, ich habe das Buch bei Christinchen auf dem Kanal gesehen und war mir dann eigentlich nicht sicher, ob ich das lesen muss. Aber Theo meinte, in der Triggerwarnung ist Nekrophilie drinne und da war noch irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Aber das hat mich so gecatcht, dass ich mir gedacht habe, okay, den Unsinn muss ich lesen. Und bei so einem Stalker bin ich ja auch immer dabei, ne? Also wenn ihr Bock habt, lest das Buch doch noch und seid dann im Stream mit uns dabei am 14. Oktober. Wenn wir es bis dahin nicht schaffen, dann halt erst im November. Aber wir sind einfach mal guter Dinge. Theo hat nämlich schon angefangen und meint, das geht echt zügig weg. Und dann wollte ich unbedingt mal in dieser Reihe von J.A. Conrath weiterlesen, die Jack Daniels Reihe. Da hatte ich nämlich den ersten Band gelesen, fand ich eigentlich ganz gut und habe mir gedacht, warum lese ich jetzt nicht mal den zweiten? Nämlich Guter Bulle, Böser Bulle. Weil ich mochte die Kommissarin Jack Daniels eigentlich ganz gerne. Oh, 431 Seiten, das ist auch ein bisschen dickeres Ding, ne? Man nehme eine taffe, aber verwundbare Polizistin aus Chicago und füge eine hyperaktive Katze, eine gesundheitlich angeschlagene Mutter, einen eifersüchtigen Freund, einen schwierigen Ex-Mann und einen Kollegen in den Fängen einer Midlife-Crisis hinzu. Oh, den Kollegen mochte ich gerne. Der war super. Man mische diese Zutaten mit einem Psychopathen, der abgetrennte Körperteile in der Stadt verstreut, und würze das Ganze zu gleichen Teilen mit einer Prise Humor und einem Schuss Spannung, und fertig ist Guter Bulle, Böser Bulle, der zweite Band in der witzigen und gleichzeitig furchterregenden Welt von Lieutenant Jacqueline Jack Daniels. Jo, das sagt jetzt noch nicht wirklich viel über den Fall aus, aber es klingt auf jeden Fall spannend und ich werde euch dann in meinem Lesemonat hoffentlich mehr über den Fall berichten können. So, und das letzte Buch, das ich schon seit Ewigkeiten lesen will, ist Fernweh von Skye Warren. Das ist damals in der Festa Dark Romance Edition erschienen und das, also ich finde, der Klappentext klingt jetzt gar nicht so geil, aber das soll wohl richtig, richtig gut sein. Evie lebt in der Einöde von Texas und träumt davon, die Welt zu sehen. Sie ist schon 20 Jahre alt, aber ihre paranoide Mutter lässt sie nicht aus dem Haus. Und dann, eines Tages, nimmt Evie all ihren Mut zusammen und läuft davon. Als der Trucker sie zum ersten Mal sieht, weiß er, dass er sie mehr will als alles andere. Und Hunter holt sich auf grausame Weise das, was er will, und lässt Evie nicht mehr frei. Während sie das Land durchqueren, spürt die Gefangene paradoxerweise zum ersten Mal das Gefühl von Freiheit. Doch Evie kann nicht vergessen, was Hunter ihr angetan hat und will fliehen. Aber sie könnte verlieren, was sie schon immer gesucht hat. Es klingt ja jetzt schon so, als würde er sexuell übergriffig ihr gegenüber werden und dann verliebt sie sich in ihn. Das ist so ein Ding, das fühle ich nicht. Das, nee. Aber ich würde halt gerne wissen, wie ist Evie so drauf? Also wie wird mir das verkauft? Ob sie jetzt da wirklich so komplett isoliert war von allem und auch nicht in die Schule durfte und so. Und ja, dann ist da irgendwie zum ersten Mal Freiheit und so. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das schaffe ich. Ich glaube, das hat auch super viele Seiten, oder? Nee, 240 steht hier. Ach,
Na, das kann man dann ja mal so nebenbei wegsnacken, ne? Ich glaube, ich habe tatsächlich. Doch, ich hab von diesen Fester Dark Romance Büchern schon was gelesen. Nämlich irgendwas mit Away. Da ging es um so eine Highschool, auch so eine Clique und Rache und sowas. Das war gar nicht schlecht. Ich glaube, das habe ich sogar noch da. Ja, gut. Das sind die Bücher, die ich gern im Oktober lesen würde. Und wie gesagt, dann noch vielleicht ein, zwei Thriller. Es ist jetzt schon nicht mehr machbar. Ich weiß das. Ich habe ja auch noch angefangene Bücher. Also alle werde ich nicht schaffen. Aber es kann ja auch sein, dass ich in irgendwas reinlese und sofort feststelle, boah, gar keinen Bock drauf, wird direkt aussortiert, ne? Deswegen, ich gucke einfach mal, wie ich so vorankomme. Mal schauen. Kennt ihr schon eins der Bücher? Wenn ja, dann schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare. Und überhaupt, lasst gerne einen Kommentar da, ein Like. Ich freue mich über alles. Ja, ich freue mich. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und auch beim Stream mit Theo und mir. Und generell, wenn ich streame, würde ich mich freuen, wenn ihr auch dabei seid. Bis dann. Tschüss.